Ein Hallo, liebe Womoklick-Freunde. Ich sitze jetzt hier beim Womopark Xanten und ich sehe da, wie der Herbert da am Arbeiten ist. Komm, wir schauen ihm kurz zu. Er ist da am Bier versorgen. Herbert, kommst du nachher mal kurz? Du bist ja am Arbeiten wie verrückt. Was ist denn heute los? Ja, heute sind die niederrheinischen Reisemobiltage. Nicht nur heute, von heute bis Sonntag. Und wir haben als besonderen Programmpunkt Spanferkel essen für unsere Gäste. Heute Abend von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Und ich hoffe, die Gäste machen reichlich davon Gebrauch, unsere schöne neue Terrasse nutzen. Ja, du hast ja jetzt schon Schweißperlen. Ja. Ist das die Sonne? Ist ja. Einmal ist es die Sonne und zum anderen aber auch das Warmarbeiten. Ja. Jetzt folgendes, wenn man bei dir an der Rezeption ist, dann kriegt man ja jede Menge Informationen. Das, was ich habe, sind mal zwei Broschüren. Da ist nur ein Teil beschrieben. Ja, also grundsätzlich kriegt jeder Gast von uns ein Prospekt, einen Stadtplan und ein Veranstaltungsprogramm, was in Xanten los ist. Und darüber hinaus auf Wunsch noch eine Fahrradkarte und eine Gesamtinformation über Xanten, was in Xanten alles insgesamt geboten wird. Also in Xanten sollte man in jedem Fall den Dom besuchen, weil der ist nach Limburg und Köln einer der interessantesten Bauwerke. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz bekannt Xanten, die Römer, den archäologischen Park und dann nicht zu vergessen die Xantener Nord- und Südsee, die aus einer Auskiesung entstanden sind und jetzt ein ideales Freizeitparadies bieten mit verschiedenen Häfen, Attraktionen, eine Wasserskianlage und darüber hinaus Sportbootverleihe und Segeln. Also jede Menge Unterhaltungswert hier in Xanten. Dann kommt noch hinzu, dass fast fußläufig von hier der Rhein fließt. Die Leute können also von hier zu Fuß etwa 1,5 Kilometer den Rhein erreichen. Direkt am Rhein ist eine Rheinfähre. Die Leute können mit den Fahrrädern zur anderen Seite übersetzen und können dann mit dem Fahrrad nach Wesel radeln oder den Rhein aufwärts Richtung Rees und mit der anderen Fähre wieder zurück und haben dann einen schicken Ausflug am Niederrhein mit ihren Fahrrädern gemacht. Jede Menge läuft hier. Ostern hatten wir 180 Fahrzeuge hier, 350 Gäste. Wir hatten, ähnlich wie heute, haben wir Spanferkel. Letzte Woche haben wir gegrillt, Schweinenackensteaks und Würstchen, was eben zünftig zum Grillen dazugehört. Was mir auffällt, hier wird ja nicht Spanferkel gesagt, hier nennt ihr das ganz anders. Niederrheindöner. Gut, etwas Neues. Dann hast du nochmals eine Neuigkeit auf deinem Platz? Ja, ich habe also von ein neues Sanitärgebäude fertiggestellt, wo ich wirklich in Anspruch nehme, dass das also einzigartig auf den Reisemobilstellplätzen ist, weil es also ein Komfort ist wie in einem 4-Sterne-Hotel. Ja. Und dabei bin ich bemüht gewesen, eine Atmosphäre in dem Sanitärgebäude zu schaffen, was nicht an eine öffentliche Toilettenanlage oder öffentliche Waschgelegenheit erinnert, sondern eigentlich ein sogenanntes Wie-zu-Hause-Gefühl wiedergibt. Mhm. Herbert, wir sind doch hier in Xanten auf einem Stellplatz. Richtig. Aber es ist ja bald kein Stellplatz mehr, das ist ja ein, wie nennen wir das, ein Fitness, Wellness und... Ein Eventplatz. Ein Eventplatz. Nein, das ist nicht richtig, sondern ein Komfortplatz. Ein Komfortplatz. Also in Deutschland bist du der Einzige, der das so hat. Das ist richtig. Also mir ist nicht bekannt, dass ein anderer Stellplatz eine Wellness-Oase, eine eigene Wellness-Oase vorhält. Nein, das, was ich gesehen habe, ist echt interessant. Die Rezeption ist auch nicht mehr da, wo sie mal war. Ja, wir haben die Anmeldung jetzt in die Wellness-Oase gelegt. Mhm. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass unsere Gäste sehen, was wir hier Schönes geschaffen haben und was wir ihnen jetzt an Leistungen und Komfort zusätzlich zu bieten haben. Mhm. Also, komm, wir setzen uns mal da in die Sauna rein, dann kannst du ein bisschen erzählen, was du alles hier geschaffen hast. Gerne. So Herbert, hier sind wir also in der Sauna mit den verschiedensten Wellness-Einrichtungen. Erzähl mal. Ja, wir haben hier ein Privatspa geschaffen, was also sich an unsere Gäste richtet, die dann mit zwei Personen den gesamten Wellnessbereich für sich mieten und nutzen können. Ein Angebot von etwa 3 Stunden. Was besteht aus Besuch der Salzgrotte. Da wird man eine halbe Stunde in Ruhephase die salzhaltige Luft genießen. Wir haben dort 4,5
Tonnen Himalaya-Salzsiegel verbaut. Und danach gehen die Gäste in den Saunabereich. Dort steht ihnen zur Verfügung eine finnische Sauna, eine Infrarotsauna, eine Dampfdusche, eine Kollagenbank zur Anregung des Stoffwechsels. Und dann haben wir einen kleinen Außenbereich mit einem Whirlpool, der auf 35 Grad beheizt ist. Darin verbringen die Leute unsere Gäste etwa 2 Stunden. Und danach geht es in den Massagebereich. Und dort haben sie dann die Möglichkeit, eine Aufwassermassage zu bekommen, einen sogenannten Dreamwater Jet, der mit 300 Liter Wasser gefüllt ist, die auf 30 Grad erhitzt sind und wo dann per Hydrostrahl der Rücken massiert wird. Zusätzlich gibt es noch einen Massagestuhl, ein Mittelding zwischen Wellness und Massage. Dort bekommt der Gast zunächst eine Fußzonenreflexmassage, anschließend eine Rücken- und Lendenmassage. Dann fährt dieser Sessel in Ruheposition, man hat einen Kopfhörer auf und hört Entspannungsmusik, zum Beispiel Karibikmusik mit Meeresrauschen, entspannt eine Weile und dann erfolgt nochmal eine Nachmassage. Das Ganze dauert dann nochmal 20 Minuten, sodass insgesamt dann die 3 Stunden relativ schnell vergangen sind. Und neben dir noch das Solarium. Ja, das ist kein Solarium, sondern das ist das, was ich eben erwähnt habe. Das ist eine Kollagenbank und die Kollagenbank ist zur Anregung des Stoffwechsels. Ach so, hier geht es nicht ums Braunwerden. Nichts ums Braunwerden, nein, sondern eigentlich Anti-Aging zur Straffung der Haut. Oh, gut, das wäre ja dann was ganz anderes. Ja, genau. Auf einem Wohnmobilstellplatz sehe ich plötzlich Caravans. Was machen denn die da? Ja, und zwar haben wir Deutschlands erstes Wohnwagenhotel geschaffen. Die Idee ist entstanden aus zahlreichen Fragen unserer Gäste, die immer geäußert haben oder immer häufiger geäußert haben, ach, es wäre schön, wenn wir auch mit Freunden, Verwandten hier mal eine Zeit verbringen könnten. Aber wenn man ein Hotel dazu bucht oder eine Ferienwohnung, dann ist man im Grunde genommen ja doch nicht zusammen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, im Prinzip hier 8 Caravans zu positionieren, die wir aber führen in einer gehobenen Klasse, das heißt wie ein Hotel mit einem All-Inclusive-Programm. Das heißt, zum Leistungsumfang gehört neben der Übernachtung, dass morgens früh das Frühstück gebracht wird in Form von Frühstückskörben. Dazu gehören 2 Leihfahrräder, um die Gegend zu erkunden. Dazu gehört eine Fahrt mit dem Seestern auf der Xantner Nord- und Südsee. Abends ein Barbecue und natürlich auch wiederum Nutzung unserer Wellness-Einrichtungen. Der Herbert hat natürlich noch mehr Ideen. Eine wird wahrscheinlich in nächster Zeit schon wieder Wirklichkeit. Und zwar ist das der Ausweichplatz. Aus was oder was gibt es jetzt da? Also wir werden oberhalb des Wohnwagenhotels, da ist eine Fläche, wo wir jetzt nochmal 8 Komfortplätze schaffen können. Und diese Komfortplätze sind ähnlich angelegt wie bei dem Wohnwagenhotel. Das heißt, jeder Platz hat neben Strom- und Wasseranschluss eine gepflasterte Fläche und einen überdachten Glaspavillon mit einem runden Tisch und 4 Stühlen und 2 Liegen, so wie man es auf unserer Webseite jetzt schon unter dem Menüpunkt Wovatel sehen kann. Der Womopark Xanten bietet für ca. 60 Wohnmobile Einlass. Alle Stellplätze haben Stromanschluss. Hier die Sicht vom unteren Teil des Womoparkes. Genügend Abstand zu dem Nachbar ermöglicht einen erholsamen Aufenthalt. Was ich besonders gut finde, dass die Entsorgung außerhalb des Womoparks angelegt wurde. Somit gibt es keine störenden Gerüche auf den Parkfeldern. Frischwasser können Sie auf dem Hauptplatz parken. So, liebe Womoklick-Freunde, ich bin jetzt hier an den Xantener Nord- und Südsee. Ich möchte euch ein paar Sachen hier in Xanten zeigen. Und zwar von diesem Platz aus sieht man schon eine Menge. Und zwar haben wir hier den Dom.
Auf dieser Seite sieht man schon etwas von der Stadtmauer. Hier sehe ich irgendetwas Archäologisches. Und im Hintergrund haben wir das Plaza del Mar, ein Restaurant mit dem Hafen und den langgezogenen See. Also, ich zeige euch das etwas aus der Nähe. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen steht hier auf dem Plakat vor dem Archäologischen Park in Xanten. Das seid ihr ganz bestimmt. Geht da rein, schaut den Platz an. Der ist echt interessant. Das, was ich von außerhalb schon mal gesehen hat, hat mich fasziniert. Leider darf ich mit der Kamera da nicht rein. Ich darf keine Aufnahmen euch zeigen. Schade, aber es ist nun mal so. Aber jetzt gehen wir weiter in die Innenstadt. Da schauen wir uns den Dom an und den Marktplatz.